Der VT 610, unterwegs als Regionalschnellbahn im Pegnitztal in Oberfranken. Mit ihm begann die Ära der Neigezüge auf deutschen Schienen. Seit Mai 1992 verkürzt er auf den Strecken im Frankenland und in der Oberpfalz die Fahrzeiten erheblich. Das Geheimnis ist die aktive Wagenkastensteuerung, mit der sich der Zug wie ein Motorradfahrer in die Kurve legt. Somit werden die Fliehkräfte kompensiert und bis zu 30% höhere Kurvengeschwindigkeiten ermöglicht. Und 1996 kam der Nachfolger, der VT 611, auf die Gleise. Geändert wurde das gesamte Erscheinungsbild und aus der hydraulischen Wagenkastensteuerung wurde eine elektrische. Doch leider steckt der Teufel im Detail. Gebrochene Antriebswellen, eine nicht funktionierende Wagenkastensteuerung und schließlich die zeitweise Stilllegung durch das Eisenbahnbundesamt machten den neuen Pendolino zum Panolino. Hier verlässt ein 611-Gespann den Bahnhof Idar-Oberstein Richtung Frankfurt am Main. Die Fahrzeughersteller reagierten schnell. Zur InnoTrans 1998 in Berlin stellte Adtrans den Nachfolger VT 612 vor. Alles, was beim 611 schief ging, soll nun zuverlässig funktionieren. Zumindest im Stand kann die Neigetechnik demonstriert werden. Bis zu 8 Grad kann der Wagenkasten geneigt werden. Nach den Erfolgen im Regionalverkehr machten sich die Planer natürlich schnell über einen Fernverkehr Pendant Gedanken. Es entstand der Hochgeschwindigkeitszug ICNT. Nach ersten Gehversuchen auf dem Siemens-Versuchsring in Wildenrath rollt im September 1998 der erste ICT-Triebzug auf den Gleisen der Deutschen Bahn AG. Bereits abgeschlossen sind die Versuche im Hochgeschwindigkeitsbereich. Für die Zulassung durch das Eisenbahnbundesamt muss die für den ICT angegebene Höchstgeschwindigkeit von 230 km in der Stunde um 10% überschritten werden. Mit Bravour meisterte das neue Fahrzeug die Versuchsreihe. Für den heutigen Tag sind sogenannte Beschleunigungsmessungen vorgesehen. Mit noch ausgeschalteter Neigetechnik werden Quer- und Längskräfte in Gleisbögen ermittelt. Hierzu muss der Zug 10% schneller als die zulässige Streckenhöchstgeschwindigkeit durch die Kurven fahren. Noch ist von dem zukünftigen modernen Innenraumdesign des ICT nicht viel zu sehen. Bis zum ersten Fahrgasteinsatz steht ein umfangreiches Erprobungsprogramm durch die Ingenieure der Fahrzeughersteller und der Deutschen Bahn an. Neu für den Fahrgast ist der freie Blick nach vorne. Für die Nachtstunden können die Scheiben blind geschaltet werden.
Der Erprobungszug ist mit hochmoderner Messtechnik ausgestattet. DB-Mitarbeiter des Forschungs- und Technologiezentrums der früheren Versuchsanstalt in Minden führen in Zusammenarbeit mit der Bahnindustrie die komplizierten Messungen durch. Fachkompetenz und jahrelange Erfahrungen sind hier gefragt. Jeweils zwischen Roth und Reuchtlingen im Frankenland werden die Versuchs- und Messfahrten an diesem Tag durchgeführt. Nach einem festgelegten Fahrplan muss der Lokführer vorher bestimmte Streckenabschnitte mit der für die Messungen notwendigen Geschwindigkeit durchfahren. Im schönsten Herbstlicht präsentiert sich der neue Zug im Bahnhof Roth. Ausfahrt Richtung Treuchtlingen für die erste Messfahrt. Alle an diesem Tage durchgeführten Messungen bewegten sich in den vorher errechneten Parametern. Freuen wir uns auf den neuen Sprössling in der ICE-Familie.